Guten Morgen, Leute, aus einem endlich sonnigen Bayern. Die Sonne scheint endlich wieder. Nach den ganzen letzten Wochen, Leute, es war nur graue Suppe da oben. Ich war die Woche in der Berufsschule in Fürth. Ich habe diesmal keine Kamera mitgenommen, weil irgendwie ist halt doch wieder nur das Gleiche, wenn ich in Fürth filme. Aber wirklich im Unterricht die ganze Zeit da oben, es war nur die ganze Zeit irgendeine graue Suppe. Es war die ganze Zeit dunkel, es war richtig deprimierend. Aber jetzt, Leute, die Sonne ist endlich wieder da. Ich kann wieder kurz endlich draußen sein, also es ist ein bisschen kalt, aber es geht für mich gerade noch so. Und ja, es ist einfach wieder herrlich, Leute. Nicht wundern, ich nehme gerade nämlich noch mit meiner alten Kamera auf. Darum geht es nämlich in diesem Video. Aber jetzt, Leute, glaube ich, genieße ich erstmal noch ein bisschen einfach die Sonne. Kalt. Aber Leute, wie gesagt, um die Sonne soll es heute in diesem Video gar nicht gehen. Denn wie ihr vielleicht hier schon ein bisschen erkennen kann, ich habe wieder ein bisschen was aufgebaut. Und zwar, ihr wisst ja, dass ich in letzter Zeit ziemlich unzufrieden mit meiner Kamera war, mit der ich auch gerade noch filme. Und ja, ich habe mir jetzt da so ein bisschen was Neues gekauft, was auch ein bisschen teurer war. Und das ist wirklich ein Upgrade. Ich habe auch schon mit der Kamera einen Vlog hochgeladen, den habt ihr ja vielleicht schon gesehen. Wenn nicht, dann checkt ihn da. Oben in der Infobox, nein, da, oder? Ja, da in der Infobox auf jeden Fall mal aus. Aber jetzt hat dieses Drama mit der Kamera, mit dem schlechten Autofokus und allem, hat jetzt endlich mal ein Ende. So, und willkommen zu meinem, aus meinem kleinen Studio, das ich mir im Wohnzimmer auf... Ich kann nicht reden. Outtake. So, Leute, und willkommen aus meinem kleinen Studio, das ich mir hier im Wohnzimmer aufgebaut habe. Das habt ihr ja gerade schon gesehen und ich habe das Gefühl, dass die Kamera ein bisschen schief steht. So, jetzt sollte das Ganze auf jeden Fall besser sein. Ich habe es euch vorhin schon gesagt, ich habe mir da ein bisschen was Teureres gegönnt, was auf jeden Fall ein bisschen besser ist als meine alte Kamera, mit der ich gerade filme. Hier seht ihr auch schon die Packung. Noch könnt ihr wahrscheinlich nichts erkennen, aber es war für mich auf jeden Fall eine sehr, sehr große Investition für YouTube. Und deswegen zeige ich euch das Ganze in diesem Video. Und zwar habe ich ja in der letzten Zeit ziemlich viel über meine alte Kamera, mit der ich gerade Filme gemeckert, dass der Autofokus schlecht ist, dass die Akkulaufzeit nicht die beste und sowas ist. Und ein Vorteil hatte die Kamera, aber ich konnte mein Gimbal ohne Probleme mit der benutzen. Das ist mit der Kamera jetzt nicht mehr der Fall. Aber ich würde sagen, ich zeige euch das Ganze mal. Und zwar als neue Kamera habe ich nach sehr, sehr viel Überlegung mich entschieden. Und zwar, ich habe viel geschaut, von Canon bis Nikon bis Sony und so weiter. War zuerst richtig fixiert auf der Canon EOS 850D. Aber irgendwann habe ich mich dann doch entschieden, ich möchte doch eher so in Richtung Zukunft auf 4K gehen. Und da habe ich jetzt eine Kamera gefunden, zu der habe ich mir sehr viel angeschaut. Und schlussendlich habe ich sie gekauft. Und zwar, Leute, steht sie irgendwo auf der Packung drauf, genau. Es ist letztendlich die Sony Alpha 6600 geworden. Ja, ich habe die ganze Kamera mal in Einzelteile zerlegt. Das hier ist erstmal das Body, das ist eine APS-C Kamera, das sieht man hier bestimmt auch. Aber die ist auf jeden Fall schon mal viel, viel dicker als wie meine alte Kamera. Die hat auch wieder, darauf habe ich auch geachtet beim Kauf. Für mich als Vlogger ist es halt praktisch, wenn ich das Display halt so umpacken kann, dass ich mich halt in meinem Vloggen selber sehen kann. Allerdings, was ich sagen muss, was Sony nicht so gut gemacht hat, und zwar bin ich noch auf der Suche momentan nach einem Mikrofon, was ich hier oben anstecken kann. Das kann man dann hier oben aufmachen, dann kann man das hier reinstecken, aber da muss ich halt Abstriche machen, dass ich halt dann das Display nicht mehr so gut sehe. Aber damit kann ich leben, Leute. Und was die Kamera auch neu hat, ich konnte bei der Kamera nur Micro-HDMI und Micro-USB anschließen und jetzt habe ich hier drin, ja, muss ich sagen, warum verbaut Sony kein USB-C? Keine Ahnung. Ich habe hier ganz normal wieder Micro-HDMI, dann Micro-USB, aber was jetzt neu ist, Leute, ich habe jetzt hier einen Mikrofoneingang und einen Kopfhörereingang. Das heißt, wenn ich jetzt hier oben ein Mikrofon drin habe, was hier angeschlossen ist, kann ich hier unten Kopfhörer anschließen, dann höre ich quasi das ab, was das Mikrofon hört. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr praktisch. Und ja, da würde ich mal sagen, kommen wir auch direkt zum nächsten Bauteil, was ich mir so mit dazu gekauft habe. Ich hatte nämlich zwei Versionen und zwar konnte ich mir die Kamera einmal mit dem 16 bis 50 mm Objektiv kaufen. Das ist auch das, was ich gerade auf meiner alten Kamera drauf habe. Oder das Sony
18 bis 135 mm Objektiv. Die haben so kaum wegen den 2 mm, die du weniger Weitwinkel hast, kannst du damit leben. Aber ich habe dafür einen Zoom, der, womit ich halt fast dreimal so nah ran kann wie mit der Kamera. Und zwar ist es hier das Objektiv, Leute, das 18 bis 135 mm Objektiv. Mit der besonderen Sache, dass ich hier auf manuellen Fokus umschalten kann. Und dann, wenn ich zum Beispiel irgendwo näher rangehe, wo der Autofokus jetzt nicht mehr packt, kann ich hier dann mit diesem Rad manuell scharf stellen. Benutze ich als Vlogger zwar nicht viel, weil da verlasse ich mich eher auf den Autofokus. Da habe ich ja auch drauf geachtet, dass die Kamera einen guten Autofokus hat. Und das hat sie definitiv, weil ich habe mit der schon mal einen Vlog gemacht. Deswegen würde ich sagen, bauen wir das ganze Stück einfach mal zusammen. So, das ging schon mal schnell. Und dann, Leute, natürlich habe ich hier auch von Sony einen Sonnenschutz mit dabei, damit die Kamera noch fetter ausschaut. Und ja, da hatte ich so einen ganz kleinen Stöpsel in der Hand mit der Kamera. Jetzt habe ich einfach wirklich ein Monster für mich in der Hand. Was aber eine sehr, sehr gute Qualität. Also, ich bin jetzt über der nicht beschweren. Ich war ja mit der schon im Mercedes und im Porsche Museum. Ich hatte irgendwie Bedenken, dass ich mit einem Akku nicht durchkomme. Ich hatte am Ende des Tages fast 400 Aufnahmen und der Akku hatte noch 50%. Also ich glaube, mit der Kamera brauche ich irgendwie keinen zweiten Akku mehr, weil so lange wie die hält, glaube ich, ist es nicht nötig, da nochmal 70 Euro auszugeben, weil generell das Zubehör von der Kamera ist nicht gerade günstig. Ich habe auch schon ein Kameramikrofon entdeckt. Muss ich gucken, ob ich mir das hole oder nicht. Also das Mikrofon an sich, halt, momentan ist es bei Amazon noch reduziert auf 80 Euro statt 100 Euro. Aber ich teste, glaube ich, erstmal länger dieses interne Mikrofon, weil so schlecht war das jetzt, glaube ich, auch nicht. Und dann überlege ich mir, ob ich mir vielleicht doch noch ein Mikrofon für die Kamera hole oder nicht. Ja, fangen wir erstmal an hier. Eine Sache, die meine alte Kamera nicht hat, ist schon mal natürlich ein Sucher. Den benutze ich jetzt zwar nicht so viel, weil ich eher aufs Display schaue, aber wenn ich zum Beispiel fotografiere oder eher so nahe Aufnahmen mache, dann schaue ich schon mal hier so durch den Sucher, um auch richtig scharf zu stellen, weil Problem ist halt, dass wenn es sonnig ist und die Sonne gegen das Display strahlt, dann spiegelt es halt offen, dann sieht man nichts. Und ja, was ich mir aus der Arbeit außerdem auch noch so angewöhnt habe, da weiß ich gar nicht, ob das die Kamera überhaupt kann, und zwar nehme ich in S-Log 3 auf. Da habe ich einfach im Schnitt viel, viel mehr Möglichkeiten, was Color Grading angeht. Das hatte ich mit der Kamera eigentlich nicht, und natürlich ganz wichtig, Leute, was aber auch für die Datenmenge ein bisschen schlecht ist: die Kamera kann in 4K aufnehmen bis zu 25 Bildern. Wenn ihr auf NTSC umstellt, also den amerikanischen Standard, könnt ihr bis zu 30 Bilder pro Sekunde aufnehmen, aber ich nehme jetzt gerade im deutschen Standard auf, also das heißt mit 25 Bilder pro Sekunde. Reicht auch, wenn ich jetzt irgendwelche Zeitrafferaufnahmen machen will oder so, dann muss ich halt ins Menü gehen, kurz auf HD umschalten, weil dann kann ich, wenn ich mich nicht ganz irre, sogar auf 120 FPS hochgehen. Aber ja, dafür habe ich auf jeden Fall riesen Datenmengen. Porsche und Mercedes Museum waren jetzt, abgesehen von den GoPro-Aufnahmen, von der Kamera 44 GB. Das war tatsächlich weniger als ich, mehr, oder war es jetzt weniger? Ich habe auf jeden Fall ein bisschen mehr erwartet. Ich habe gedacht, das sind locker 60, 70 GB. Waren es aber nicht. Ich habe jetzt hier leider keine Speicherkarte drin, weil ich nehme mich mit der Kamera später raus und zeige ich dann ein paar Bilder. Aber ja, Leute, ich würde sagen, ich zeige euch erstmal, was ich mit dieser Kamera in der letzten Zeit alles so aufgenommen habe. Also macht auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß mit der Kamera. Ihr habt auch um einiges mehr Knöpfe. Unter anderem könnt ihr euch hier mit den C2, C1, wo waren sie noch? C3 und C4 finde ich jetzt nicht. Da waren es halt nur, da waren es nur drei Knöpfe anscheinend. Ne, doch, hier C4 ist da unten. Könnt ihr euch noch besondere Sachen, die Kamera macht, also Befehle, könnt ihr euch noch auf die Tasten legen. Ich kann jetzt zum Beispiel sagen, keine Ahnung, weil C1 ist jetzt Farbformat HLG und C2 ist jetzt Aufnahmeformat
S-Log 3 so zum Beispiel. Ich nehme jetzt in dem Fall nur einen S-Log 3 auf, wie gesagt, weil ich einfach viel, viel mehr Bearbeitungsmöglichkeiten habe. Und wenn ich jetzt zum Beispiel in einen bestimmten Lut im Primäre reingehe, sieht das Ganze einfach besser aus, als wie wenn ich das Ganze jetzt im Normalen mache. Und so viel gibt es eigentlich dann gar nicht mehr zu sagen von der Kamera. Wie gesagt, ich habe ja auch dann den Akku, der lange hält. Das ist der, wo steht das drauf? Der Sony NP-FZ100, der kostet auf Amazon, wie gesagt, halt 80 Euro. Ich habe geschaut, ob es irgendwelche anderen gibt, die ähnlich sind. Da gab es auch schon welche, die haben aber allerdings ein bisschen weniger Kapazität. Ich habe mich jetzt entschieden, ich warte jetzt mal die Zeit ab, wie sich der Akku so durchschlägt. Und wenn ich merke, dass ich für einen kompletten Drehtag bloß einen Akku brauche, weil der nicht leer gehen will, dann überlege ich mir einfach einen zweiten mit dazu hole und Mikrofon, wie gesagt, irgendwann wahrscheinlich schon. Aber ja, Objektive sind für die Kamera auch nicht ganz günstig. Ich wollte mir nämlich vielleicht irgendwann mal ein Ultraweitwinkelobjektiv dazu holen, das 10 bis 18 mm. Nur wenn ich halt sehe, Leute, dass die Kamera, also dass die ganzen Objektive von Sony, dass die halt fast so viel kosten wie die Kamera selber. Ich glaube, das 10 bis 18 mm Objektiv kostet halt irgendwie selber schon 1.500 Euro. Da kann ich mit dem Objektiv auf jeden Fall mehr anfangen, weil das ist weitwinklig und kann halt auch richtig auf dem Zoom ran. Aber jetzt würde ich mal sagen, hole ich eine zweite Speicherkarte dazu und dann mache ich eine separate Aufnahme mit der, dass ihr mal den Vergleich seht. Dann habe ich für die Kamera auch eine Speicherkarte mit dazu geholt und ich würde mal sagen, ich starte mal eine Aufnahme und ja. Die Aufnahme, die werde ich euch jetzt mal zeigen. So schaut das Ganze aus. Ich bin auf 18 mm. Bin gerade im S-Log 3 unterwegs und ihr seht schon halt wegen dem 18 mm, ich muss die Kamera extrem weit weg von mir halten, dass ich mich drauf bekomme. Und so schaut das Ganze gerade aus, wenn ich hier filme. Ihr seht auf jeden Fall, wenn ihr vloggt, ihr habt auf jeden Fall eine riesen Kamera in der Hand. Und so hört sich übrigens das interne Mikrofon von der Kamera an. Wie gesagt, mal gucken, ob ich mir in Zukunft noch ein zweites, also ein extra Mikrofon mit dazu hole. Aber das Coole ist halt, dass ich mit der Kamera halt, so schaut es übrigens aus, kann ich halt bis auf 135 mm ran, habe hier einen Punktfokus. Das heißt, ich kann dann hier auf euch scharf stellen. Das heißt, da nehme ich gerade auf und dann kann ich halt hier wieder von 135 auf 18 mm zurückgehen. Dann gehe ich jetzt einfach mal mit euch und der Kamera einfach ein bisschen raus, um euch so die Qualität raus zu zeigen. Ich habe ja schon einen Vlog mit der Kamera gemacht, aber ja, so schaut das Ganze zum Ende mit der neuen Kamera aus. So viel was ist das eigentlich von meiner neuen Kamera? Ich freue mich auf jeden Fall auf die ganzen neuen Projekte, die ich mit dieser Kamera bewältigen werde, die ganzen Reisen, auf die ich gehe. Jetzt mal auf einer anderen Qualität in 4K, Leute. Und ja, ich bin einfach mal gespannt, wie sich diese Kamera so schlägt. Wie ihr wahrscheinlich hier seht, ich muss die Kamera, dass ich mich ganz drauf bekomme, extrem weit weg halten. Es geht auf Dauer schon hier auf meinen, ja, auf meinen richtig geilen Bizeps. Gutes Training auf jeden Fall, wie mir manche mal auf Instagram schreiben. Deswegen muss ich hier ab und zu auch mal die Hände wechseln, um meine linke Hand zu schonen. Aber ja, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr die Kamera, die ich mir gekauft habe, wie ihr die denn so findet und ob ihr euch die eventuell auch kaufen würdet. Man fällt auf jeden Fall in der Öffentlichkeit, wenn man halt jetzt so im freien Vlog, fällt man halt auf jeden Fall ein bisschen mehr auf mit der, das ist klar, weil wenn ich jetzt hier so eine kleine Kamera in der Hand habe und jetzt hier mit so einer kleinen Kamera am Vloggen bin, dann fällt es, glaube ich, eher weniger auf, als wenn ich jetzt hier mit so einer riesen Kamera durch die Gegend laufe. Aber es ist halt so, wenn man mit so einer Kamera halt vloggt, dann schauen halt einfach alle extrem an. Also im Museum war das halt zum Beispiel immer auch so, dass wo ich mit der Kamera geredet habe, haben mich schon extrem viele Leute angeschaut. Was macht denn der Typ da eigentlich gerade? Aber ja, damit muss man halt leben. Und jetzt muss ich wieder anwechseln, weil die Kamera sonst wieder ein bisschen zu schwer wird.
Aber Leute, ich würde mal sagen, ich zeige euch mal die ganzen Nachteile und Vorteile von dieser Kamera, die ich bis jetzt so erfahren habe. Das einzigste Problem, was ich mit der Kamera eigentlich habe, ist, dass mein Gimbal ein bisschen Probleme hat, weil die Kamera einfach ein bisschen ja, zu schwer ist. Aber ein bisschen Balance und sowas klappt das auf jeden Fall schon. Irgendwann muss ich wahrscheinlich auf ein neues Gimbal upgraden. Mein Gimbal ist jetzt auch nicht mehr so das Neueste. Ich habe jetzt hier gerade zwei Kameraperspektiven, einmal damit ihr seht, wie das ausschaut, wenn ich mit dieser Kamera einfach immer vloggen will. So wird das ganze Aufnahmesetup hier übrigens aus, dass ich mir so aufgebaut habe. Ja, sonst würde ich sagen, soll es das vom Video gewesen sein. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Mich würde es freuen, wenn wir die 500 Abonnenten jetzt bald schaffen. Und ansonsten würde ich sagen, mach's gut, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.